Ja, ich begrüße alle zu einem Abendvortrag über ein sehr spannendes Thema, was alle, die auf einen spirituellen Weg gehen, immer wieder umtreibt. Es treibt auch Menschen um, die keinen spirituellen Weg gehen. Und ich habe mir zwei Schlagworte genommen, Askese und Sinnlichkeit. Und ich möchte heute Abend die Begriffe ein bisschen erläutern, wie ich sie verstehe, wie man sie versteht, die Fallen, die Möglichkeiten, die Hoffnungen, die damit verbunden sind und Vorschläge aus der buddhistischen Tradition. Wie immer aufbereitet für den ganz normalen Alltag im Westen. Es geht also nicht um Mönchstum oder Tantra, das ist nicht die Spannbreite heute Abend, sondern Askese und Sinnlichkeit, wie wir das selbst versuchen, erleben, Schiffbruch erleiden, wieder versuchen, wieder erleben. Und im Ausloten der Extreme den für uns geeigneten mittleren Weg finden. Zunächst Askese. Was ist Askese? Was bedeutet es für uns? Nicht schlechthin, absolut im Prinzip, sondern was assoziieren wir, wenn wir den Begriff Askese hören? Man darf ja eigentlich nichts mehr. Man muss verzichten, sich alles versagen, bei Wasser und Brot in einem härenen Gewand leben und ganz, ganz einfach. Askese wird oft assoziiert mit Verzichten auf das, was man eigentlich gerne täte, gerne hätte, gerne erleben würde. Und das versagt man sich jetzt aus unterschiedlichen Gründen. Meistens sind die Beweggründe, die uns zu irgendeiner Art von Verzicht bringen, und sei es auf den Verzicht von Schokolade oder Zigaretten oder Alkohol, ist auch Askese, um eines höheren Zieles willen. Wir wollen eben nicht noch mehr Pfunde zulegen, wir wollen unsere Lungen nicht ruinieren, wir wollen etwas gesünder leben und deswegen verzichten wir auf etwas, was wir eigentlich gerne mögen oder was wir gewohnt sind. Und eigentlich formuliert der Buddhismus das ganz ähnlich. Es gibt da diesen großen Begriff Entsagung, englischen Renunciation, also wir haben es meist aus dem Englischen übersetzt. In der tibetischen Tradition heißt es Nejung und das hat eine ganz andere Assoziation, das heißt herauswollen, der Wunsch herauszukommen. Alex Börsin hat es mal mit Definite Emergence übersetzt im Englischen, da kann man, weiß ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Man will aus etwas heraus. Und der Buddhismus definiert es als der Wunsch nach Freiheit. Und wenn man sich nach Freiheit sehnt, setzt es logisch voraus, dass man sich eingesperrt fühlt. Also man muss sich in irgendetwas gefangen fühlen, dass überhaupt der Wunsch entsteht, ich will frei davon werden. Also am Anfang steht das Bewusstsein, die Erkenntnis, das Erleben von irgendwelchen Einschränkungen, damit dann ein Wunsch nach Freiheit entstehen kann. Das gilt im politischen Bereich genauso wie im spirituellen Bereich. Ohne das Gefühl, ich bin eingeschränkt, entwickle ich keine Visionen von etwas anderem, von einer Freiheit von etwas. Was ist jetzt dieses Gefangensein, was im Buddhismus beschrieben wird? Sie sagen da, der Wunsch nach Freiheit entsteht, wenn wir merken, wir sind gefangen in unseren Gewohnheiten, in unseren emotionalen Mustern, in unseren Blockaden, in unseren Ansichten, in unseren Meinungen. Also alle drei Ebenen. Wir fühlen uns gefangen im Verhalten, im Tun. Wir fühlen uns gefangen emotional in Mustern, in immer sich wiederholenden Mustern, die vielleicht angemessen waren, als wir drei waren oder vier oder fünf, aber mit 40 oder 50 nicht mehr so ganz die optimale Lebensstrategie sind. Und wir fühlen uns gefangen auch im Gewirr unserer Ansichten, unserer Ängste, unserer Befürchtungen, auch unserer Ideale, unserer Wunschvorstellungen. Und das heißt in der buddhistischen Tradition, erst wenn wir das als Gefängnis erleben, entsteht der Wunsch nach Freiheit. Und dann beginnen sich langsam, je nachdem, was im Vordergrund steht an Einengung, Visionen von Freisein.
frei sein von einengenden Vorstellungen. Neue Konzepte, neue Ideen, da sind wir relativ gut drin. Das war der große Durchbruch vor 30, 40 Jahren. Na, neue Ideen, neue Visionen. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Emotionen da sehr hinterher hinkten. Wir wollten freie Liebe und merkten, wir werden aber eifersüchtig. Wir wollten keinen Besitz mehr haben und den Besitz mit allen teilen und merkten, aber wenn es an mein Geschirr geht, dann zerbricht so manche Wohngemeinschaft, wenn mein Kaffeegeschirr kaputtgeschlagen wird. Also wir hatten große Ideen, Visionen von Freiheit und emotional kamen wir gar nicht hinterher, geschweige denn vom Verhalten. Haben ein bisschen Therapie gemacht, dann hat man so ein paar Muster erkannt und vielleicht nicht mehr ganz so emotional reagiert, aber kaum war man ein bisschen müde, ein bisschen angestrengt, fiel man zurück auf die eingefahrensten Muster und steckten wieder fest im Kreislauf der zwanghaften Wiederholungen alter Muster. Also Visionen von Freiheit ist eine Sache, aber diese Freiheit wünschen mit allen Kräften, das ist ein Lebensweg. Und es fängt natürlich an mit Visionen von Freiheit, mit Vorstellungen. Und dann gibt es Übungen, die uns helfen, diese Visionen immer feiner zu erkennen und sie zu übertragen auf unseren Alltag und dann zu merken, wo es hakt, wo wir blockiert sind, wo es nicht geht. Also der Wunsch nach Freiheit hat zu tun mit dem Erkennen von Blockaden, Barrieren, Hindernissen, inneren Zwängen, jetzt im spirituellen Sinn. Und dann entsteht etwas, was man Entsagung nennen kann. Wenn ich ein Ziel habe, was mir ganz wichtig ist, das gilt auch im Weltlichen, wenn ich ein Haus bauen will, dann halte ich mein Geld zusammen und verzichte auf bestimmte andere Dinge, ohne dass mir das große Probleme bereitet. Ich verzichte auf etwas, dem ich weniger Priorität gebe und richte meine Anstrengung, meine Energie, meine Vorstellungskraft auf das, was ich haben will, was ich erleben will, was ich erreichen will. Und in dem Sinne kennen wir Entsagung alle. Wenn wir einen bestimmten Wunsch haben und der wirklich wichtig ist für uns, verzichten wir auf andere Dinge. Wir setzen Prioritäten und verzichten natürlich auch manchmal auf Dinge, die wir ganz gerne tun. Zweimal im Jahr Urlaub machen oder schöne Musik kaufen, meterweise Bücher kaufen und so weiter. Wenn etwas anderes wirklich wichtig ist. Und so läuft es auch im spirituellen Bereich. Und man könnte jetzt sagen, Verzicht auf Dinge, die für uns nicht große Priorität haben. Zugunsten von etwas, was eine höhere Priorität hat. Das ist Askese. Das ist eine Form von Askese. Man verzichtet auf etwas, jetzt mal ganz allgemein, um dieses höheren Zieles willen. Im Buddhismus heißt jetzt das Ziel, frei werden von einengenden Vorstellungen. Dazu muss man erstmal merken, dass man Vorstellungen hat und das, was man denkt, nicht die Realität ist. Das ist ziemlich das Schwerste. Also fängt man eher bei den Gewohnheiten an. Guckt man sich Gewohnheiten an, was mache ich den ganzen Tag? Wie lebe ich? Wie verhalte ich mich körperlich? Was esse ich? Wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber schon mal körperlich und schaue, was für Folgen hat das für mich und für andere. Dann schaut man, was sage ich den ganzen Tag und was für Folgen hat das für andere. Und dann heißt es in der Tradition, man fängt wirklich mit der gröbsten Ebene an. Man versucht erst das zu vermeiden, wo man sieht, es schadet mir und anderen richtig. Offensichtlich. Das nennt man die Sila oder die Ethik des Nichtverletzens auf der gröbsten Ebene. Und da haben die meisten Religionen ethische Regeln formuliert, die sich ziemlich ähnlich sind. Man bemüht sich, so heißt es im Buddhismus, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht zu töten, mit seiner sexuellen Energie andere nicht zu verletzen und ich sage dann immer, und sich nicht verletzen zu lassen. Wichtige Ergänzung dazu. Und man bemüht sich, die eigene Verwirrung durch Drogen und Alkohol nicht noch zu vergrößern. Die ist schon sowieso ziemlich groß. Sondern erstmal ein paar Dinge nicht zu tun. Und wenn man das anfängt, mal wirklich zu üben, nicht jetzt als Vorschrift versucht, perfekt zu erfüllen, das geht nicht, das ist unmöglich. Sich vorzunehmen, nicht mehr zu lügen,
Das ist hoffnungslos. Aber man kann sich die Übung, sich der Übung unterziehen, das Lügen zu bemerken und hin und wieder zu bemerken und dann zu vermeiden. Zuerst die ganz groben Lügen. Und dann merkt man irgendwann, oh, eigentlich korrigiere ich mein Wissen von Realität ziemlich häufig. Ich sage oft Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht wahr sind, um besser dazustehen, um für Harmonie zu sorgen, um, ist meistens die vordergründige Motivation, die anderen nicht zu verletzen, aber auch eher, um nicht bestimmte Reaktionen von anderen zu erleben, wenn ich etwas sage. Und so schärft die Arbeit mit ethischen Regeln die Aufmerksamkeit. Und das ist eine ihrer wesentlichen Funktionen. Bei ethischen Regeln, wenn man sie als Praxis betrachtet, geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern aufzuwachen. Regeln machen wach. Und ein sehr nachdenklicher Kulturphilosoph, Kulturpsychologe unserer Zeit, Erich Neumann, hat immer wieder geschrieben, gesagt, hat auch psychotherapeutisch gearbeitet, solange der Bewusstseinsaspekt bei ethischen Regeln im Vordergrund steht, sind sie produktiv. Wenn das für die, die ethischen Regeln üben, wenn das im Vordergrund steht, das Wachwerden, was tue ich eigentlich den ganzen Tag mit dem Körper, mit der Rede und mit der Zeit, mit dem Denken, dann sind sie produktiv. Und es funktioniert eine Weile. Das hat offensichtlich kulturhistorisch eine Weile funktioniert, bei manchen Menschen funktioniert. Aber dann hat oft eine andere Entwicklung eingesetzt und das ist jetzt die Falle aller ethischen Regeln. Man fängt an, sich ein Ideal zu bauen, wie man sein soll, wie der gute Mensch aussieht und kann es nicht mehr ertragen zu sehen, dass man dieses Ideal nicht erfüllt und dann passiert das, was man bei uns psychologisch Verdrängung nennt. Also solange ich mitkriege, ich will das eigentlich und um eines höheren Zieles willen darauf verzichte, kann dieser Verzicht produktiv werden. Dann kann man daran reifen. Aber es muss in einem Rahmen sein, den ich aushalten kann. Und damit ist es immer sofort etwas Individuelles, ethische Praxis, was man verkraften kann. Und wenn das nicht mehr klappt, wenn die Angst, Regeln zu verletzen, zu groß wird und der Wunsch, einem Ideal zu entsprechen, stark wird, was immer dann besonders stark da ist, dieser Wunsch, wenn man ein sehr mangelndes Selbstwertgefühl hat, also Menschen mit wenig Selbstvertrauen, mit wenig Selbstwertgefühl neigen dazu, ihren Wert über Identifikation mit großartigen Bildern zu beziehen. Und dann kann ethisches Verhalten zum Problem werden, wenn es einhergeht mit Verdrängung. Und dann kommen die ganzen schrecklichen Folgen für uns und andere, die Projektion dessen, was man bei sich nicht mehr sehen kann, auf andere Leute. Und irgendwann sind wir bei Mord und Totschlag, wie man ja in der Welt heute immer wieder sieht. Also die erste Art der Askese ist, dass man darauf verzichtet, bestimmte Handlungen der Körper, der Rede und, wenn man wach genug ist, des Denkens auszuführen, um eines höheren Zieles, Befreiung, Offenheit, Liebe, Verbindungsgefühle, wie auch immer, das dann positiv formuliert wird, um sich dem anzunähern. Die positive Ethik, die es dann sehr viel schwieriger ist, mit dem, was man sagt, was man tut und was man denkt, bei anderen Positives zu bewirken. Das ist die hohe Schule der Ethik und je weniger man sich kennt, desto eher geht es schief. Dann meint man es gut, will Gutes tun und liegt immer ziemlich daneben. Nicht so einfach. Und deswegen haben unsere Lamas immer gesagt, bemüht euch zuerst mal relativ lange, das direkte Verletzen von anderen, wo ihr das mitkriegt, wo ihr das sehen könnt, wo ihr das begreift, zu vermeiden. Das ist erstmal eine ziemlich umfangreiche Praxis. Die ist nicht einfach. Und meine Erfahrung sagt mir, man pendelt immer zwischen Extremen. Dann versucht man sich einen Ruck zu geben und wirklich mal aufzuhören zu lügen und merkt dann 3 Wochen später, man schafft es einfach nicht. Und dann findet man wieder seine Ausreden. Dann legt man die Latte wieder etwas tiefer an und dann geht's wieder ein bisschen. Man probiert aus. Und manchmal schlägt man über die Stränge, weil man das alles nicht mehr aushält. Ist auch in Ordnung. Die Falle bei allen Formen von Askese, also der Verzicht auf etwas, was ich als schädlich betrachte, für mich, für andere, die Falle dabei
oder die Fallen dabei, da gibt es so zwei große Gruppierungen. Die eine Falle, die ist sehr beliebt im Buddhismus und bei westlichen Menschen, der nordischen Länder ganz besonders, das ist die Kontrollfalle. Ich kriege mich in den Griff. Ich werde meine Gefühle und mein Verhalten kontrollieren. Und das wird natürlich unterstützt durch manche Übersetzungen. Geisteskontrolle, Kontrolle der Emotionen. Und da wird man nicht wacher bei, sondern nur noch egozentrischer. Und irgendwann ist man dann der Moralpapst und dann ist man päpstlicher als der Papst und versucht heiliger zu sein als der Dalai Lama. Ich krieg mich in den Griff. Ich krieg das hin. Ich muss mich nur mehr anstrengen. Das funktioniert nicht. Das ist eine große Falle und man entgeht der Falle nicht, indem man das dreimal merkt, dass man auf dieser Schiene sich bewegt. Das ist eine Herausforderung für alle, die üben, immer wieder diese Balance zu finden zwischen wahrnehmen, was man macht, sich ein bisschen mehr Raum geben für ein anderes Verhalten, auf bestimmtes Verhalten verzichten, anderes Verhalten auszuprobieren und nicht, wenn das einigermaßen geht, sich dann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich bin gut. Ich bin ein richtig guter Mensch. Und vor allen Dingen bin ich besser als die anderen. Und das ist immer das Warnsignal. Und das war, ich habe mal 2 Jahre versucht, Nonne zu sein. Ich war sehr fasziniert von einem intensiven spirituellen Leben. Bin auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch und dachte, okay. Und jetzt versuche ich sozusagen mit ganz guten Bedingungen den spirituellen Weg zu gehen. Und es wird ja auch angeboten. Meine Lehrer haben gesagt, wenn du intensiver üben willst, entweder gehst du in langes Retreat, ziehst dich zurück, machst ganz lange Exerzitien oder wenn du eher im Alltag leben willst, dann gibt es die Ordination. Gelübde und arbeite damit und das kann deinen spirituellen Prozess beschleunigen. Im ersten halben Jahr stimmte das, weil ich das verbunden habe mit viel Meditation. Wenn man im Kämmerchen sitzt und viel meditiert, ist das kein großes Hindernis und ist es auch nicht schwer. Und ein Jahr später merkte ich, dass ich meine Umwelt mit immer schärferen Augen beobachtete und feststellte, dass die Menschen um mich herum nicht sehr spirituell sind. Sehr weltlich und auch gar nicht viel üben und auch nicht intensiv genug üben und sich in die Tasche lügen. Ich wurde immer strenger und verbissener, was eigentlich von meinem Naturell her nicht so meine Art ist. Ich bin eher großzügig und versuche die Menschen so nehmen, wie sie sind, also eher eigentlich ein umgänglicher, freundlicher Mensch. Und da merkte ich, ich wurde immer asketischer, strenger, rigider und ich konnte mich selber nicht mehr leiden. Das habe ich dann zu meinen Lamas getragen und habe gesagt, irgendwie scheint es nicht so gut zu funktionieren bei mir. Und da meinten sie, das ist eine normale Phase am Anfang. Das ist sozusagen dieses, was auch beim Konvertieren der Fall ist, das Konvertitensyndrom. Man macht etwas neu und dann identifiziert man sich eben 150%ig damit und übertreibt. Sozusagen das Ausloten der Extreme und die meinten dann, versuch's noch eine Weile weiter zu üben und du siehst ja deine Probleme, in dem Sinne ist es nicht ganz so schlimm, du merkst ja, dass etwas nicht funktioniert, du wirst schon wieder dich einpendeln auf den mittleren Weg, aber es hat nicht funktioniert. Und das ist ein wunderbares Kennzeichen, das ist ein wunderbares Warnsignal, wenn wir irgendeine Disziplin üben, wo wir uns Dinge versagen, um eines höheren Zieles willen. Wenn wir anfangen, andere zu bekritteln, die das nicht so tun, gibt es auch im Weltlichen, die sind nicht so kollektiv wie ich, die teilen nicht so viel wie ich, die sind nicht so sparsam wie ich, die sind nicht so präzise wie ich beim Renovieren, was auch immer. Wenn man anfängt, etwas zu tun, sich an eine Regel, an einen Maßstab zu orientieren, auf bestimmte Dinge zu verzichten und andere mit viel Aufwand zu tun, und man findet plötzlich alle Leute im eigenen Umfeld nicht gut genug, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man was falsch versteht. Dass man sich überfordert. Und das ist sozusagen die andere Falle der Askese. Das eine ist der Kontrolltrip. Unglaublich egozentrisch und die religiöse Welt und die politische Welt ist voll von solchen Gutmenschen, wie die dann heute heißen, die perfekt sind oder zumindest meinen, sie sind ziemlich perfekt und machen anderen Leuten Vorschriften. Das ist dann die andere Seite davon. Also die andere Falle, die mit falscher Askese einhergeht, ist, dass man anfängt zu verdrängen, das, was nicht in das eigene positive Bild passt. Und die Folge von Verdrängen ist, dass das, was man in sich nicht wahrhaben will, dass man das in anderen sieht. Und interessanterweise zieht man dann auch lauter Leute an,
die genau das Problem, was ich mir so abgewöhnt habe, ausstrahlen, als ob man es riechen könnte. Ja, man kennt die Leute nicht und kriegt plötzlich Nachbarn, die genauso sind. Oder wenn es ganz unbewusst ist, verliebt man sich in Leute, die solche Geschichten haben. Ja, was ist jetzt Sinn und Zweck rechter Askese? Eine Art, das zu beschreiben, ist, Alkema nennt es die vier edlen Kämpfe. Das klingt sehr fast militärisch. Man kann es auch die vier heilsamen Bestrebungen nennen. Ich nenne sie manchmal die vier heilsamen Übungen. Wenn Unheilsames aufsteigt, nehme ich es wahr und versuche es zu reduzieren. Dazu muss ich natürlich merken, was ich tue. Und ich muss es als unheilsam erkennen. Nicht, naja, ich merke schon, ich lüge ein bisschen und ich fahre anderen über den Mund, aber ich finde es eigentlich gut. Ich muss ja schließlich lernen, Grenzen zu setzen. Dann wird man es nicht reduzieren. Also man muss es merken und man muss das auch als schädlich erkennen für sich und andere. Und wenn man es nicht als schädlich erkennt, reduziert man es nicht. Fertig. Ist ganz einfach. Man sollte auch bei dem anfangen, was man als schädlich erkennt. Und nicht, aber in den Lehren interpretieren sie das so, aber ich sehe das eigentlich anders, jetzt soll ich mir das abgewöhnen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist pubertäre Revoluzzer-Attitüde. Man interpretiert die Lehren so, wie man sie ganz doof findet, und dann hat man guten Grund, sich dagegen abzugrenzen. Meine gerne. Das ist eher so, was wir erkennen als negativ, als unheilsam, als unfriedenstiftend, als verwirrungsstiftend, als harmoniezerstörend, als Kommunikation erschwerend. Darauf versucht man zu verzichten oder es zumindest zu reduzieren. Und wenn Unheilsames nicht auftaucht, dann soll man es nicht herbeireden oder provozieren, indem man sich in Umstände begibt, wo das wieder leicht entsteht. Wenn Heilsames entsteht, freundliche Haltung, Offenheit, Klarheit, Motivation, irgendetwas zu tun, was uns und anderen nützt, dann soll man das fördern. Und wenn Unheilsames nicht aufsteigt, so soll man es inspirieren. Dazu sind Wunschgebete da, das sind Texte da, das sind bestimmte Übungen da, wo man gezielt darüber nachdenkt, wie man Großzügigkeit entwickeln kann oder Einfühlungsvermögen oder man beschäftigt sich mit Texten, die eigene Vorstellungen mal in Frage stellen, damit man merkt, was man alles so denkt. Also man versucht, das Heilsame zu inspirieren und wenn es da ist, zu fördern und das Unheilsame, wenn man es merkt, zu reduzieren und wenn es nicht da ist, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das sind asketische Übungen, sehr einfach. Ich meine, das sind die Dinge, die einfach sind, aber nicht leicht. Einfach zu beschreiben und sie brauchen viel Aufmerksamkeit, das umzusetzen. Und das ist jetzt ein ganz großer Zweck, Sinn und Zweck von diesen asketischen Übungen, wo man auf etwas verzichtet, was man eigentlich gerne täte, ist, es macht einem wach. Habe ich schon vorher gesagt, das ist die Hauptfunktion jeder Art von Ethik. Und die Hauptfunktion vieler dieser Übungen, wo man auf Unheilsames verzichtet, dass man merkt, dass man diese Tendenzen hat. Und im Westen verwechseln wir jetzt mit unserer starken intellektuellen Orientierung, also wir Deutschen insbesondere mit unserem kulturellen Minderwertigkeitskomplex, mit unserer großen Neigung, uns mit dem Guten, Wahren und Schönen zu identifizieren. Wir verwechseln sehr leicht wahrnehmen und korrigieren. Das merkt man schon bei der Atemmeditation. Da lautet die Anweisung, den Atem spüren. Und was machen wir? Wir dirigieren ihn. Wir atmen langsamer und tiefer und geraten in Atemnot bei der Atemmeditation. Das ist ein Witz, aber es passiert. Und warum? Weil wir ihn nicht wahrnehmen, sondern richten. Da ist subtil sofort so eine Haltung da. Der ist aber nicht tief genug. Der ist zu flach. Der ist zu schnell. Und selbst wenn man das intellektuell weiß, dass es nicht darum geht, man macht das, weil wir wahrnehmen, einfach nur wahrnehmen, ohne einzugreifen, das können wir fast nicht. Wir können nur wahrnehmen und sofort eingreifen und richten. Und je besessener wir sind von unseren Idealen, desto mehr greifen wir ein und deswegen funktioniert die Meditation in den ersten Jahren für die meisten Menschen nur sehr begrenzt. Weil wir dauernd versuchen, einem Ideal zu entsprechen und es hinsetzen, mache ich jetzt das richtig? Nein, das war keine richtige Meditation. Es muss
Meditation ist was ganz anderes. Da muss man immer im Frieden sein und man darf nicht abgelenkt. Die haben doch gesagt, ich soll auf meine Gedanken aufpassen. Ich darf nichts anderes denken. Jetzt habe ich schon wieder was gedacht. Und man ist nur aufgeregt auf dem Kissen. Und es braucht eine ganze Weile, bis man einfach sitzen kann und merken, jetzt bin ich schlecht gelaunt und jetzt habe ich viele Gedanken und jetzt bin ich verträumt und jetzt habe ich keine Lust, tut mir der Rücken weh, und nicht gleich ein Theater draus zu machen und es nicht gleich ändern zu wollen. Wunderbare Übung. Wahrnehmen, 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 wahrnehmen und nicht gleich korrigieren, richten, zurechtbiegen, besser machen. Diese Aufmerksamkeitsschulung, die kann man jetzt differenzieren. Und ich möchte da das Modell der vier Ebenen der Achtsamkeit, die Bereiche der Achtsamkeit anführen. Das ist ein sehr praktisches Modell, was eigentlich beschreibt, was es überhaupt zu bemerken gibt. Da gibt es körperliche Empfindungen. Man spürt was im Körper. Prickeln, Wärme, Kälte, Zerren, Spannung, Weichheit. Irgendwas körperlich. Also nicht, ich fühle mich wohl und es ist schön warm und es gefällt mir. Nicht die Ebene, sondern einfach, da ist Prickeln, da ist Spannung, da ist Weichheit, da spüre ich gar nichts. Körperempfindungen spüren. Und das ist gerade für Menschen, die sehr kopfbetont sind, eine unglaublich hilfreiche Übung, weil sich ganz viele emotionale Prozesse, die wir geneigt sind zu verdrängen, körperlich äußern. Und je mehr man sich körperlich mitkriegt, desto eher hat man auch Zugang zu bestimmten emotionalen Blockaden. Das weiß man in der Körpertherapie, das ist eine uralte buddhistische Übung, körperliche Empfindungen spüren. Und die klassische Übung wäre, man geht durch den Körper mit der Aufmerksamkeit und merkt, 2/3 des Körpers spüre ich nicht. Das ist normal, 3/4. Immer nur so ein bisschen. Und das übt man. Und wenn das man ein halbes Jahr lang 3-mal die Woche geübt hat, spürt man mehr. Ein Effekt davon ist nicht nur, dass man wach wird, man merkt mehr, es entspannt auch. Und wenn man entspannter ist, ist es wieder leichter, wach zu sein. Dann kriegt man wieder mehr mit. Wenn man entspannter ist, verdrängt man nicht so viel. Man ist auch klüger. Je verspannter, desto dümmer. Denn je mehr man unter Druck steht, desto mehr fällt man auf das zurück, was man halt kann seit Kindheit. Eingefahrene Muster. Dümmste Sprüche. Ja, deswegen sind auch die aufgewühlten emotionalen Diskussionen immer so satirereif. Ja, das sind einfach wunderbares Material für Soaps. Und auf der Ebene laufen dann auch die Soaps, diese modernen Fernsehspiele. Es ist einfach unter allem Niveau, was da gesagt wird, was da getan wird, weil man nur noch auf der sozusagen einfachsten Ebene funktioniert, wenn man aufgeregt, verletzt, wütend, unglücklich, müde und so weiter ist. Also in dem Moment, wo wir entspannter sind, schon körperlich, ist automatisch mehr Raum da, emotionale Prozesse zu spüren. Es ist mehr Raum da, eine Situation mal vielleicht von 2 Seiten anzugucken, nicht nur von meiner Perspektive aus. Dann merkt man, dass jede Situation mehrere Seiten hat. Dann ist man intelligenter. Oder wie es in der tibetischen Tradition manchmal ganz überspitzt formuliert wird, man muss entspannt sein, körperlich und emotional, damit die innere Weisheit sich überhaupt melden kann. Oder anders gesagt, damit man die überhaupt merkt. Solange man unter Druck steht, angespannt ist, körperlich, emotional, geistig, kommen nur neue Theorien raus. Und die helfen nicht viel. Und die innere Weisheit, die verkriecht sich. Die liebt die Meditation nach Katzenart, die Weisheit. Da liegen wir eine Katze. Aber wenn was ist, blitzwach. Also Wahrnehmen der körperlichen Ebene, wenn das ein bisschen geschult wird, dann haben wir langsam auch die Chance, emotionale Prozesse, wenn die schon anfangen, zu merken. Und nicht erst, wenn wir auf 180 sind. Und da wird unterschieden zwischen dieser ganz grundlegenden Gefühlswahrnehmung angenehm, unangenehm, weder noch. Das kriegen wir fast nie mit. Und wie wir darauf reagieren. Wenn wir angenehme Gefühle erleben, durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Spüren, sogar durch Denken, reagieren wir meistens auf diese angenehmen Gefühle mit irgendwelchen aufgewühlten Emotionen. Festhalten. Gier, mehr, mehr. Das soll jetzt mehr kommen. Oder oh Gott, das dauert ja eh nie lang. Angst hört gleich wieder auf. Da hatten wir so einen schönen Abend, eine schöne Begegnung, alles passt, gute Stimmung.
Und anstatt es zu genießen, mit vollen Sinnen, mit allen Sinnen, kommt da so eine Angst. Das ist ja eh nur alle 2 Jahre so. Das ist eigentlich viel zu selten so. Und dann ist es weg. Vorbei, aus. Oder es ist diese Haltung. So was möchte ich öfter haben. Warum habe ich das nicht öfter? Ich muss das einfach öfter weg. Oder, was wir natürlich auch gerne machen, dieses Objekt da draußen. Ja? Mensch, Essen, Ambiente, Urlaubsort. Das ist es. Dann fixieren wir uns auf den Auslöser der Geschichte und denken, es sei die Ursache. Und wundern uns 3 Abende später oder 2 Wochen später, wenn wir im gleichen Lokal mit der gleichen Person sitzen, das gleiche Menü essen. Und dann überlegen wir zusammen, das nicht stimmt. Der Koch hat nicht so gut gekocht. Also hast du dich verändert? Ja, das sind unsere 3 Strategien, wie wir mit angenehmen Gefühlen umgehen. Entweder wollen wir mehr, wir klammern uns ans Objekt oder wir haben Angst, dass es wieder aufhört. Mit allen drei Strategien ist es vorbei. Und das kann man merken, lernen, wenn man Aufmerksamkeit auf körperliche Prozesse übt. Wenn man das einfach übt, dann merkt man das in dieser halben Stunde sitzen. Das ist immer nett. Es hat mich am Anfang unendlich frustriert, dass ich gemerkt habe, ich habe unglaublich wenig Strategien eigentlich. Und die sind wie bei Kleinkindern. Nichts mit. Ich habe viel Philosophie im Kopf gehabt, aber ja, ich habe gemerkt, mein emotionaler Haushalt ist, naja, ziemlich kindlich. Wenn dann unangenehme Gefühle entstehen, können wir die auch nicht aushalten. Dann werden wir gleich ein Drama draus machen. Und je nach Psyche, je nach Mentalität, je nach Geschlecht, je nach Schicht, introvertiert, extrovertiert, dramatisch, intellektuell runter. Ich habe kein Problem. Ich habe nie ein Problem. Oder was könnte ich tun, damit es nie wieder vorkommt? So, Strategien überlegen, wie man das vermeiden kann für immer. Oder, das wird sowieso nie wieder besser. Hochrechnen auf ewig. Das ist die Angstschiene. Und davon zehren die großen Versicherungspaläste. Ja? Das sind die Kathedralen, wo das Geld hinfließt, weil die Leute jedes kleine unangenehme Gefühl aufblasen mental und hochrechnen auf ewig. Wer weiß, was alles noch passiert. Ja, und dann gibt es noch so Gefühle, die weder noch sind. Ja, also weder finde ich das jetzt angenehm noch unangenehm, also ignoriere ich das. Und damit geht uns 90% des Lebens verloren. Kriegen es gar nicht mit. Ungeschickt. Das lernt man merken, wenn man nach innen schaut, nach innen spürt. Und das lernt man nicht, wenn man ständig die Sinne bedient. Ja, immer essen, trinken, hören, riechen, schmecken. Denken, 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 denken. Dann kriegt man diese Prozesse nicht mit. Man braucht ein gewisses Maß an Askese. Jetzt mal weit ausgelegt. Verzicht auf Denken. Verzicht auf Hören, Verzicht auf Riechen, Verzicht auf Essen, Verzicht auf Rumlaufen. Mal eine halbe Stunde sich still hinsetzen. Und nicht Radio hören, nicht Zeitung lesen, nicht den Plan für die nächste Woche machen oder... Und das ist unglaublich schwer. Das ist leicht zu beschreiben. Es ist unglaublich schwer. Aber wenn man mit der Zeit die Orientierung ein bisschen verändert, das Ziel verändert, wenn das Ziel nicht mehr ist, angenehme Gefühle um jeden Preis rund um die Uhr. Sondern ich möchte eigentlich verstehen, wie das funktioniert, meine Gier mit dem Essen. Das ist ein wesentlicher Teil inzwischen der Therapien für Esssüchtige, für Trinksüchtige, dass die beobachten lernen, spüren dann, was eigentlich abläuft, wenn sie rauchen, essen, trinken, wie verrückt arbeiten. Dass man spüren dann, wie funktioniert das eigentlich, mein Fressanfall? Oder meine Gier auf Rauchen. Oder meine Arbeitssucht, mein Workaholismus. Wie funktioniert das eigentlich? Dann ist sozusagen die Priorität ist nicht mehr angenehme Gefühle um jeden Preis, sondern die Priorität ist dann Verstehen. Und dann haben die angenehmen und unangenehmen Gefühle nicht mehr so einen riesigen Stellenwert. Und das ist etwas, was man durch recht verstandene Askese lernt. Und dann ist es noch weniger ein Problem, mal auf ein Essen zu verzichten oder mal weniger zu essen oder mal länger sitzen zu bleiben und mal eine Woche lang zu schweigen. Weil man merkt, es ist nicht so ein Ding. Und verstehen, was passiert, kann ungemeine Glücksgefühle mit sich bringen und ganz viel Energie freisetzen. Und das wird in der Psychologie auch wunderbar beschrieben, dass Erkenntnis physische Reaktionen hat, dass Schauer von Energie durch den ganzen Körper gehen, wenn man was versteht.
Endorphine freigesetzt werden, wenn man was versteht. Und dann ist man plötzlich glücklich, ohne zu essen, zu trinken, zu lesen und so weiter. Schön. Und wenn man das ab und zu mal merkt, beim Meditieren oder danach, fällt die recht verstandene Askese leichter. Und dann versteht man auch Askese wieder besser. Dann weiß man, warum man das tut. Warum man sich aufs Kissen setzt und darauf verzichtet, noch eine Tasse Kaffee zu trinken und noch schnell die Tageszeitung und die zweite Tageszeitung auch noch zu lesen und hinterher nicht mehr zu wissen, was man gelesen hat. Der dritte Bereich, den man kennenlernt bei dieser Achtsamkeitspraxis, bei diesen Momenten, Zeitphasen, wo man auf etwas verzichtet, was man ganz gerne tut, ist die Grundstimmung zu merken, in der man so ist. Und meistens pendeln wir zwischen zwei, drei Grundstimmungen. Die Aktivistinnen und Aktivisten pendeln zwischen wahnsinniger Arbeitswut, was kann ich tun, und völliger Erschöpfung. Was kann ich verändern? Und dann auch, bleibt mir alle vom Leib. Oder Optimismus, Pessimismus, was auch immer. Und da können wir mal gucken, was eigentlich unsere Grundfärbung den Tag über ist. Drei Schritte vor, einen Schritt zurück, oder einen halben Schritt vor und vier zurück, oder aufwachen morgens, oh Gott, schon wieder ein Tag. Ich glaube, ich bleibe nicht im Bett. Oder was kann ich tun, was kann ich schaffen, was steht an? Also was ist so unsere Grundstimmung immer wieder? Und die mal zu merken, wie die Brille, die man trägt. Und da gibt es inzwischen viele psychologische Hilfsmittel, Astrologie, psychologische Typen, da gibt es ja Enneagramm und weiß was ich, was es alles gibt. Wenn man die als Hilfen nimmt, um seine eigenen Muster und auch diese Stimmungen zu verstehen, dann kann das unglaublich hilfreich sein. Also für mich, ich habe die Astrologie immer als psychologische Astrologie betrieben, und da hilft die mir viel, bestimmte Einstellungen, Haltungen, Grundstimmungen bei mir und bei anderen zu verstehen. Also ich erwarte von einem Mann mit dem Mars in den Fischen einfach nicht, dass er im Handumdrehen die Wohnung renoviert und viel Geld verdient. Das ist unmöglich. Mit dem kann man gute psychologische Gespräche führen, wenn man Glück hat. Ja? Ich meine, oder bei einer Frau, die den Merkur im Widder hat, da erwarte ich nicht unbedingt eine einfühlsame, harmonische Sprache. Die würde ich nicht zur Moderatorin machen in einer Gruppe, sondern eher diese Kunden requirieren irgendwo. Oder diejenige, die Grenzen setzt. Ja? Die immer sagt, stopp, genug geredet, jetzt kommt was anderes dran. Also dass man Menschen auch, wenn man ihre Grundstimmungen, ihre Grundmuster so ein bisschen kennt, dass man dann auch leichter miteinander umgehen kann. Und vor allen Dingen, wenn man die eigene Grundstimmung kennt. Wenn man weiß, ich bin jemand, die einfach immer ein bisschen zu viel Pläne hat, dann empfinde ich jemanden, der immer sagt, Moment, das hat auch eine andere Seite. Nicht nur als Nerv, als jemand, der mir auf den Geist geht, sondern als hilfreiche Ergänzung für eine Mentalität, die auch Schranken braucht. Also inzwischen suche ich mir Leute, die mir immer sagen, komm, das kostet auch was. Und da musst du Zeit dafür aufwenden. Jetzt mach mal halblang. Ich fühle mich nicht mehr so blockiert dadurch. Weil ich merke, das ist ein Gegengewicht auch zu meiner etwas impulsiven Art, immer große Pläne zu haben und mich dann zu überfordern. Der vierte Bereich, den man kennenlernt, wenn man nach innen spürt, sind die Gedanken. Und das ist ein Lebensprojekt. Überhaupt mal zu merken, ich denke jetzt, ich bin blöd. Und nicht zu denken, ich bin blöd. Das ist ein Riesen, das ist ein Hieb, das liegen Welten dazwischen. Zu merken, dass man das denkt, und es einfach nur zu denken. Und es für Realität zu halten. Das gilt natürlich auch für die anderen. Also, wenn ich denke, du bist blöd, und es merke, dann habe ich eine Chance, nochmal einen zweiten Blick zu werfen. Ob das gerade mit meiner Grundstimmung zusammenhängt, oder mit meinen emotionalen Mustern, oder ob da wirklich etwas sehr borniert und blockiert ist in der anderen Person. Aber wenn ich einfach denke, das, was mir sozusagen ins Kopf schießt, sei Realität, dann habe ich es ziemlich schwer. Dann vermute ich auch wenig Humor. Mit solchen Menschen haben es die anderen schwer, haben es ihr schwer. Also das ist für mich die größte, wirklich die größte Erleuchtung. Und wenn es keine andere Erleuchtung gibt, ist mir die genug. Immer wieder zu merken, was ich denke. Und zu merken, das ist ein Gedanke, auch der Gedanke, ich habe keine Zeit, oh Gott, das schaffe ich alles nicht, ich habe keine Zeit. Dann müsst ihr merken, ich denke das jetzt bloß. Dann kann ich nachprüfen, stimmt das? Sind so viele äußere Anforderungen an mich gestellt, dass ich jetzt arbeiten muss rund um die Uhr die nächste Woche, damit ich das schaffe? Oder habe ich das selber mir gesetzt? Habe ich mir gesagt, um 5 Uhr ist der Artikel fertig, obwohl er erst in 3 Tagen fertig sein muss? Also
Wenn man anfängt zu merken, Gedanken sind Gedanken und keine Realität, dann hat man die Chance, den Blick auf sich, auf die anderen, auf Umstände, auf die Dinge zu überprüfen, einen zweiten, einen dritten, einen vierten Blick zu werfen und vielleicht auch mal den Blickwinkel von anderen zuzulassen, sich da hineinzuversetzen und dann ein anderes Bild zu kriegen von der Situation. Und all das wird möglich durch Askese, wenn sie recht verstanden ist. Wenn man Gedanken als Gedanken erkennt, ist die Chance relativ gering, dass man in die Kontrollfalle gerät. Wenn man emotionale Muster erkennt, Stimmungen erkennt, ist es relativ die Chance gering, dass man in die Falle des Verdrängens gerät. Aber dazu muss man wirklich Askese praktizieren. Das heißt, man muss ein paar Mal am Tag aufhören, das zu tun, was man eben gerne tun täte, dauernd weitermachen, machen, machen, machen. Sinnesempfindungen, Sinnesempfindungen sind noch und noch was und noch was. Da muss man ab und zu mal innehalten und das ist nicht angenehm. Ich finde es oft nicht so sehr angenehm. Ich würde dann gerne weitermachen, bis es fertig ist. Ja? Und dann ist man ja auch in so einer Energie drin. Man meint, man kann nicht stoppen, wie wenn man dann dauernd durch die Gegend rennt. Innezuhalten und mal den Blick nach innen zu werfen, das ist Askese. Auf das zu verzichten, was man jetzt gerade tun will, wozu es einem drängt, und zu gucken, was passiert eigentlich. Und diese kleinen Übungen sind auch eine ungemeine Hilfe für jede Art von Selbsterkenntnis, also nicht nur die halbe Stunde am Morgen oder am Abend, sondern zwischendurch mal 2 Minuten, nur körperlich, oh Gott, habe ich einen verspannten Hals. Okay, Grundgefühl, oh, ist mir sowieso alles zu viel, alle Leute sind blöd. Da muss man ein bisschen länger innehalten und gucken, ob man mit der Stimmung umgehen kann. Und das lernt man auch nur, wenn man immer wieder guckt und immer wieder spürt, dann lernt man mit diesen Stimmungen umgehen. Und manchmal reicht es, einen Joghurt zu essen und 3-mal um den Schreibtisch rumzulaufen, 1-mal zum Fenster rauszugucken, dann ist die Grundstimmung schon wieder ein bisschen anders. Man braucht nicht immer gleich Urlaub und einen Tag frei. Manchmal reichen 5 Minuten. Ich meine, wir müssen den Gang wechseln, 1-mal in Leerlauf. Und dann wieder den nächsten Gang einlegen. Und was wir machen ist, wir wollen immer vom 3. in den 4. Gang ohne Leerlauf. Deswegen ratscht unser Getriebe ständig. Ja, jetzt kommen wir zur Sinnlichkeit. Worum geht es bei der Sinnlichkeit, bei den Sinnen? Ist ja interessant, dass im Deutschen und im Englischen, einigen indoeuropäischen Sprachen, der Sinn und die Sinne vom gleichen Stamm, Wortstamm kommen. Interessant. Also, man könnte sagen, Sinnlichkeit, da ist das Ziel, angenehme Gefühle über die Sinne zu erleben. Der Dalai Lama sagt immer, das ist angemessen. Alle Menschen wollen glücklich sein und nicht unglücklich sein, und das ist in Ordnung. Das ist nicht schlecht, das ist gut, das ist verständlich. Das teilen wir auch mit den Tieren übrigens. Auch die wollen immer angenehme Gefühle haben und unangenehme Gefühle vermeiden. Das ist eine Ebene. Es gibt dann noch eine andere Art von Sinnlichkeit, die wir anstreben, und ich denke, die meisten von uns verbinden das mit Sexualität. Eine Ekstase, die uns selbst vergessen lässt. Wo wir dieses Gefühl der Getrenntheit nicht mehr spüren. Wo wir uns eins fühlen mit allem. Wo wir irgendwie eine Ahnung bekommen von einer anderen Dimension. Ich denke, deswegen ist Sexualität auch so beliebt, so besetzt. Weil es sozusagen die einfachste Art und Weise scheint, wie man dieses Gefühl von Getrenntheit überwinden kann und wie man außer sich Ekstasis geraten kann, sich selbst vergessen kann. Beide Sehnsüchte, Wünsche haben wir, die meisten Menschen zumindest, und natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum Menschen Fallschirmspringen machen und schnelle Motorräder fahren und Wildwasser-Kanufahrten, Extremsportarten und 5 Stunden Salsa tanzen. Also alle intensiven Lebenssituationen helfen uns oder können uns helfen, sind manchmal eine Möglichkeit, so einen Moment von Ekstase, von buddhistisch gesprochen, philosophisch gesprochen, Nicht-Dualität, Nicht-Getrenntheit zu erleben. Beides sind Sehnsüchte, die wir haben, und beides ist sinnvoll. Freud hat es den Lebenstrieb genannt, ja? Eros.
Das ist das, was uns bewegt, was uns morgens aus dem Bett holt, egal auf welcher Ebene wir es dann leben. Kaffee trinken, essen, bewegen, Menschen sehen, tun. Das holt uns aus dem Bett. Irgendetwas erleben. Das Problem, die Falle mit der Sinnlichkeit, mit den Sinnesfreuden ist, dass wir glauben, der Auslöser sei die Ursache. Kaffee macht glücklich. Du machst mich glücklich. Sonne macht glücklich. Was unser Objekt ist, dass wir immer denken, und das denken wir, auch wenn wir 20 Jahre meditieren und einen Keks essen und einen Schluck wirklich guten Tee, so richtig guten Tee trinken und uns hinsetzen aufs Kissen und so den ersten Moment von, oh, jetzt kann ich meditieren. Dass wir in dem Moment glauben, das Objekt, die äußeren Bedingungen sind die Ursache. Endlich Ruhe. Keine Töne. Kein Lärm. Endlich frische Luft. Endlich dieser Sonnenuntergang. Dass wir alle in dem Moment glauben, das, was mich jetzt glücklich macht, ist das äußere Objekt. Und dem Buddhismus zufolge ist das die Falle. Das ist das Problem mit den Sinnesfreuden, dass wir glauben, der Anlass, der Auslöser sei die Ursache. Und ich meine, es ist eigentlich eine Binsenweisheit. Das stimmt nicht. Und das wissen wir alle. Sonst würde die gleiche Tasse Kaffee, wir kaufen ja nicht jeden Tag anderen Kaffee, und die gleiche Speise und die gleiche Person, die wir so heiß und innig lieben, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit das gleiche Glücksgefühl auslösen, wenn es am Objekt läge. Dann wären wir immer unablässig glücklich in unseren vollgestopften Wohnungen mit unseren Objekten der Gier. Ja? Mit unseren Objekten der Begierde. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Aber jedes Mal, es ist unglaublich, wie kleine Kinder, wir probieren es einfach nochmal. Und nochmal einen Kaffee und nochmal eine neue Liebe und nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn man da etwas begreift, wenn man da das Zusammenspiel begreifen kann zwischen außen und innen, dann sind Sinnesfreuden keine Gefahr auf dem spirituellen Weg. Dann sind Sinnesfreuden nicht etwas, was uns bindet an die Objekte, sondern dann werden Sinnesfreuden zum Ausgangspunkt für einen unglaublich lebendigen spirituellen Weg. Dann werden sie Ausgangspunkt zu den vier Ebenen des Glücks. Ich gleich dazu kommen. Aber zuerst muss man begreifen, das, was das angenehme Gefühl auslöst, die Sinnesobjekte, die Gedanken, wenn man das nochmal anders unterteilen will, die Dinge, die Umstände, die Orte, die Menschen, die Worte, das sind Aufhänger und nicht Auslöser. Und die deutsche Sprache legt uns das eigentlich nahe. Im Deutschen heißt es, ich freue mich. Das ist reflexiv, in vielen Sprachen. Und es heißt auch natürlich, ich ärgere mich. Nicht du ärgerst mich, das ist nicht die Grundform. Das haben wir erst dann draus gemacht. Du freust mich, das geht nicht. Du machst mir Freude. Das Verb heißt, ich freue mich. Das ist reflexiv. Und wo passiert die Freude? Die passiert hier. Die sitzt nicht in der Suppe und in der Landschaft und in der anderen Person und in ihren Augen und in den klugen Worten und springt mich dann an in dem Moment, wo ich sie festhalte. So magisch, total magisches Denken. Jetzt halte ich dich fest und dann kommt das Glück irgendwie über die Hand in mich reingerutscht. Oder ich trinke jetzt mein Glück, wo ist es denn? Ja, da ist das Glück drin. Und jetzt ist es in mir. Und da ist es weg, genau. Das ist orale Weltwahrnehmung. Ich muss es einverleiben, in mich hineinnehmen. Ja, das ist diese Phase, wo die Kinder immer alles anfassen. Ja, ich muss alles anfassen und festhalten, dann kommt es zu mir. Oder wir dann, ich muss alles besitzen. Es muss mir gehören. Etikett meins. Und dann habe ich die Garantie, dass ich immer glücklich bin. Und dann sitzt man in der vollen Wohnung und das habe ich habe das ein paar Mal durchexerziert und ich kann das erst verstehen, seit ich praktiziere, Buddhismus praktiziere. Ich kann Bilder erinnern aus meiner alten Wohnung vor Indien. Da gucke ich mein Wohnzimmer an, da liegt die Gitarre, da liegt ein Buch, da ist was zu essen, da ist was zu trinken und ich weiß genau, was ich die letzten 2 Stunden gemacht habe. Bisschen gedacht, ist auch langweilig.
bisschen Musik hören ist auch langweilig, ein bisschen lesen ist auch langweilig, was essen ist auch langweilig, ein bisschen was trinken ist auch langweilig, das Telefon steht noch da, ein bisschen ist auch langweilig. Ja, ich sitze im Reichtum mit allen Möglichkeiten und es funktioniert nicht. Zu begreifen, wie jetzt äußere Aufhänger und innere Haltung zusammenspielen, um angenehme Gefühle zu erzeugen, das ist ein großer Teil des spirituellen Weges. Das kann man zwar mal erklärt bekommen, aber man begreift es erst, wenn man es immer wieder ausprobiert an Sinneserfahrungen von früh bis spät. Und Lama Yeshe, mein tibetischer Lehrer, hat uns immer vorgeschlagen, es ist sehr viel produktiver, das erstmal mit Keksen und mit Tee auszuprobieren und nicht gleich mit tantrischen Übungen und mit Häusern und mit Bibliotheken und mit Jobs, sondern dass man ein Keks isst und dieses Zusammenspiel, ja, der Keks, den esse ich jetzt und dann entstehen angenehme Gefühle. Wie entstehen die? Entstehen die nach dem 25. Keks auch noch? Nee, wahrscheinlich nach dem 10. nicht mehr. Was wir nämlich normalerweise übersehen ist, dass wir eine Einstellung mitbringen dem Objekt gegenüber. Ich mag Kekse zum Beispiel. Ja, es gibt Leute, die mögen keine Kekse, die kann man mit Keksen überhaupt nicht glücklich machen. Die wollen Karotten. Ja, oder sowas. Ich muss es jetzt im Augenblick mögen und ich muss es im Prinzip mögen. Also aktuelle Bedürfnislage, aktuelle Stimmung, die muss da sein. Und dann muss eine generelle Bereitschaft da sein, also der ganze Hintergrund, das Wertsystem, die Gewohnheitsstruktur. Sonst funktioniert es nicht. Und das übersehen wir normalerweise in jeder einzelnen Situation. Und denken, diese Kekse, englische Butterkekse, das ist überhaupt einfach das Größte. Wenn ich die mag und wenn ich gerade Hunger habe. Sonst nicht. Es gibt natürlich jetzt Dinge, die eher geeignet sind, angenehme Gefühle zu wecken als andere. Und es gibt auch Umstände, Menschen, Verhaltensweisen, Bedingungen, die eher geeignet sind, in mir unangenehme Gefühle auszulösen. Aber das kann ich erst mitkriegen, wenn ich dieses Zusammenspiel ganz sorgfältig beobachte. Immer wieder. In 100 Fällen. In Tausenden von Fällen. Jeden Tag. Immer wieder gucken. Unter welchen Bedingungen mag ich englisches Shortbread? Unter welchen Bedingungen kann ich deine Kritik einigermaßen gut nehmen? Unter welchen Bedingungen nicht? Also wenn man anfängt, den eigenen Beitrag zu Gefühlen mit der aktuellen Stimmung, mit dem Wertehintergrund, den Gewohnheiten, wenn man dieses Zusammenspiel mit den Auslösern genauer anguckt und immer wieder anguckt, dann entdeckt man auch den Raum, wo man auf schwierige Umstände relativ gelassen reagieren kann, mit ihnen umgehen kann und wo man auch auf Auslöser, die normalerweise angenehme Gefühle wecken, auch mal verzichten kann, um eines anderen Zieles willen. Das heißt nicht, dass man es ablehnt. Und wenn man da ein bisschen mehr hinguckt, dann lernt man auch besser begreifen, warum andere Leute durch andere Dinge, Umstände, Menschen inspiriert sind. Durch andere Auslöser angenehme Gefühle und unangenehme Gefühle bekommen. Das erlebt man ja oft, das ist ja oft Anlass für sehr viele Streitereien. X findet etwas wunderbar und Y findet es eine Katastrophe. Und unser messerscharfer Schluss ist, derjenige, der denkt wie ich, hat recht. Ist ja logisch, ich meine, ist doch ganz klar. Wer die Welt so sieht wie ich, hat recht. Und ist objektiv in Ordnung. Und die anderen sind einfach ein bisschen komisch und seltsam. Und wenn man auf dieses Zusammenspiel mehr achtet, dann hat man den inneren oder entdeckt den inneren Raum, wo man sagen kann, ich finde das zwar besser, aber ich kann verstehen, dass es dir nicht gut tut. Und dann ist das Zusammenleben wieder anders. Um produktiv mit Sinnesfreuden umzugehen, braucht man, dem Buddhismus zufolge, und das ist auch meine Erfahrung, ein relativ präzises Verständnis dieses Zusammenspiels von äußeren Aufhängern, von eigener Stimmung, aktueller Verfassung und der eigenen Muster. Das heißt, man muss sich selber kennen. Man muss spüren können, wie es einem im Moment geht. Man muss merken, ob man Hunger hat oder ob man Angst hat.
sonst isst man zu viel. Das ist eine Erkenntnis der therapeutischen Verfahren mit Menschen, die Essstörungen haben. Die müssen lernen zu spüren, was Grummeln im Bauch bedeutet. Ob das heißt Hunger oder Angst. Unsicherheit. Man muss spüren lernen. Und da hilft wieder diese Achtsamkeit für körperliche Empfindungen ungemein viel. Und man muss die eigenen Werte kennen, die eigenen Vorstellungen. Und zum Glück haben wir alle menschliche Beziehungen und da wird uns ständig serviert, dass andere Menschen die Welt anders sehen. Und deswegen sind Menschen, die enge Beziehungen leben können, meist etwas flexibler im Umgehen mit anderen als Menschen, die alleine leben und immer nur nach ihrem eigenen Willen alles regeln können. Die werden auch meist sehr steif, auch unpräzise in der Wahrnehmung von anderen. Die werden eigen, wie man sagt, eigensinnig. Wenn es uns durch Aufmerksamkeit mehr und mehr gelingt, dieses Zusammenspiel zu entdecken, dann fördert das wiederum die wohlverstandene Askese. Denn ich kapiere, nicht dieser Kuchen macht mich glücklich, sondern erst dieser Kuchen in Kombination mit meiner Lust auf Kuchen und meinem Hunger. Das heißt, ich kann dann vielleicht auch sagen, gut, es ist nicht der Kuchen, es ist halt ein anderer Kuchen. Dann ist kein Kuchen mehr da, dann esse ich was anderes. Dann wird das Objekt, hat das Objekt nicht mehr diese ungeheure Wichtigkeit. Und ich liebe ja Statistiken, die nicht stimmen, aber die eindrücklich sind, die also funktionieren. Und ich sage immer, das Objekt, der äußere Aufhänger, der Auslöser, trägt 5% zu unserem Gefühlshaushalt bei. Und 95% tragen wir bei durch Stimmung, aktuelle Bedürfnislage und unseren Gewohnheitshintergrund, unsere Muster, unsere Werte. Das stimmt so nicht, es sind eigentlich 100%, aber das ist pädagogisch zu hart. Also das Außen spielt schon ein bisschen mit. Sich das immer wieder deutlich zu machen und es auch zu überprüfen an den eigenen Erlebnissen, an den eigenen Erfahrungen, nimmt der Außenwelt ihre ungeheure Macht. Und ich sage da gerne, dass wir da eigentlich wie Kinder sind. Wir haben ein magisches Bewusstsein wie die Kinder. Du hast die Kraft, mich glücklich zu machen. Die äußere Welt bildet uns ja ganz viel ein, dass wir nicht mehr so magisch sind. Ist ja ganz modern und rational. Aber wir schreiben den Objekten eine Macht zu, uns glücklich zu machen. Da stellen wir jedes Kind in Schatten. Da weiß jedes Kind besser, dass es selber eine ganze Menge dazu beiträgt. Das ist unglaublich und das hilft mir manchmal auch, wenn ich mir deutlich mache, was für eine Macht ich eigentlich der ganzen Welt, den Dingen, den Orten, den Umständen, dem Essen, den Menschen zuschreibe, mich glücklich oder unglücklich zu machen. Und diese tiefere Einsicht in diese Mechanismen stärkt auch wiederum das Selbstvertrauen. Wenn ich merke, ich trage mehr zu meinem Glück bei, als ich gedacht habe, auch zu meinem Leid, aber als ich gedacht habe, dann fühle ich mich nicht mehr so als Opfer. Das löst diese Opferhaltung, diese Opfermentalität auf. Und wenn meine Opferhaltung ist, das wissen wir, dann hat man echt schlechte Karten. Weil da muss man immer warten, bis die anderen nett sind. Und das Wetter schön ist und die Gesellschaft sich verändert hat und so weiter. Und wenn man merkt, ich bin meines eigenen Glückes Schmied oder Schmiedin, wie auch immer, dann hat man mehr Selbstvertrauen, dann fühlt man sich besser und dann hat man nicht mehr so große Ideale nötig. Da muss man sich nicht ständig aufbauen mit wunderbaren Idealen, wie toll man eigentlich sein sollte, sein müsste, könnte, wenn man sich mehr anstrengen täte. Also diese ganzen Prozesse, die fördern Selbstvertrauen, die reduzieren diese Opfermentalität. Sie zeigen uns den Raum, den wir eigentlich jeden Tag haben, mit den Dingen und den Menschen umzugehen und das Beste aus unserer Situation zu machen. Mit dem Verständnis können wir Sinnesfreuden spirituell nutzen. Oder nicht so vom Nützlichkeitsdenken her formuliert, dann werden Sinnesfreuden von alleine zum Sprungbrett, zum Ausgangspunkt für ganz andere Arten des Glücks. Und Ayakema hat mal die verschiedenen Aussagen über Glück, über Freude in der buddhistischen Tradition. Da gibt es viele Listen, 7er-Listen und 11er-Listen, 12er-Listen und so. Und sie hat es in 4 Kategorien gepackt. Und das hat mir so eingeleuchtet, dass ich glaubte, sie würde eine kanonische Lehre rezitieren und habe hinterher erst gehört, dass es ihre Sortierung war, ihre Kategorisierung.
Sie spricht von vier Ebenen des Glücks. Die erste Ebene sind die Sinnesfreuden. Und die gelten ja als große Gefahr auf dem spirituellen Weg. Aber nur dann, wenn man glaubt, das Glück sitzt in den Objekten. Und dann mit Festhalten, mit Gier nach mehr und mit Angst vor Verlust reagiert. Nur wenn man glaubt, das Glück sitzt in den Objekten, wird man durch die Sinnesfreuden dazu verführt, ständig unterwegs zu sein, nämlich auf der Jagd nach angenehmen Gefühlen und auf der Flucht vor unangenehmen Gefühlen. Deswegen haben wir auch keine Zeit, weil wir immer unterwegs sind, immer rennen, hin oder weg. Wenn man das nicht tut, weil man begreift, dass der größte Teil der angenehmen Gefühle das angenehme Gefühl überhaupt in uns entstehen und das Außen ein Aufhänger ist, dann hat man mehr Zeit, dann hat man mehr Raum, dann fühlt man sich nicht so abgetrennt, dann kann man Freude spüren darüber, dass jetzt gerade die Bedingungen zusammenkommen, dass mir die Pizza schmeckt, dass jetzt gerade die Bedingungen zusammenkommen, dass wir uns verstehen, dass jetzt gerade die Bedingungen zusammenkommen, innen und außen, dass ich diesen Sonnenuntergang wahrnehme und genieße und so weiter. Dann entsteht Dankbarkeit, Freude und wenn unser Herz wirklich voll ist und Freude groß ist, auch die Bereitschaft zu teilen, das mit anderen Menschen zu teilen. Das ist ja eine ganz natürliche Reaktion bei allen Menschen, denen es gut geht. Man will das mit anderen teilen, was man hat. Und von daher kann Sinnesfreude, wenn man begreift, dass die in uns passiert, zum Ausgangspunkt werden für ein Gefühl der Verbundenheit, der Dankbarkeit, der Offenheit. Das wäre in der buddhistischen Tradition, wären es die himmlischen Gefühle, die Brahma-Viharas, die göttlichen Verweilungen, wie sie genannt werden, Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Auch der Gleichmut entsteht dadurch, weil wir kapieren, dass das Glück in uns passiert. Dann sind wir nicht ständig himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, wenn das Wetter sich ändert oder jemand uns unfreundlich anguckt oder sich umdreht und geht. Dann sind wir nicht mehr so geschleudert. Sind wir nicht mehr Puppen, Marionetten, die durch das Verhalten der anderen durch die Gegend geschleudert werden. Dann werden angenehme Gefühle zu einem Sprungbrett für Verbundenheit, für Liebe, für Freude. Sogar unangenehme Gefühle werden zu einem Sprungbrett der Verbundenheit, wenn wir begreifen, dass die in uns entstehen und nicht die anderen Leute, die bösen Ursachen sind und die Umstände, sondern dass es in uns entsteht, dann entsteht der Raum für Mitgefühl. Wenn unangenehme Gefühle entstehen, entsteht Mitgefühl mit uns selber und mit allen Menschen, die in der gleichen Situation stecken. Zum Beispiel. Wenn wir häufiger diese himmlischen Gefühle erleben, uns verbunden fühlen, Dankbarkeit spüren, einfach Freude spüren, dass etwas klappt, dass etwas da ist, dass Beziehungen möglich sind, dass Verständigung möglich ist, dass Sinnesfreuden möglich sind, dass wir Sinne haben. Das ist eine wunderschöne Übung von Thich Nhat Hanh. Ich berühre meine Ohren, ich kann hören. Ich berühre meine Augen, ich kann sehen. Ich berühre meinen Mund, ich kann schmecken, ich kann reden, ich kann riechen. Dann braucht man nicht mal große Objekte zu haben, da kann man sogar unangenehme, also Objekte haben die unangenehme Gefühle weg. Kann man sich trotzdem freuen, dass man überhaupt riechen kann. Zumindest kann ich riechen. Oder meine Mutter sagt immer, solange man einem was wehtut, ist man noch lebendig. Wenn einem nichts mehr wehtut, ist man tot. Und wenn man älter wird und halt öfter Schmerzen hat, dann kann einem das sogar richtig helfen. Also ich bin noch lebendig. Ich spüre noch was. So. Also selbst unangenehme Gefühle können zum Ausgangspunkt für Dankbarkeit, für Freude und zumindest für Mitgefühl und auch für Gleichmut wieder werden. Weil ich weiß, das hört doch wieder auf. Der Schmerz hört wieder auf. Ich rechne den nicht immer hoch auf ewig. Geht alles wieder vorbei. Wie in 100 Jahren ist alles vorbei. 3 Tage Regen, 3 Tage Schnee und dann tut es nicht mehr weh. Unsere Volksweisheit, die Kinderlieder, die wissen, da ist das drin. Das Wissen, dass auch unangenehme Gefühle vergänglich sind. Wenn man jetzt häufiger Liebe, Freude, Mitgefühl, Gleichmut erlebt, immer wieder erlebt, wird man merken, diese Gefühle, jetzt im erweiterten Sinne, die sind beständiger als Sinnesfreuden. Sinnesfreuden sind per Definition ein 65stel von einem Fingerschnippen lang, sagt das Abhidharma. Ganz kurz. Und zu denken, die sollten anhalten, ist zumindest dumm. Weil Wahrnehmungsprozesse
Gefühlsprozesse sind kurzlebig per Definition. Aber ein Gefühl der Verbundenheit, das ist sozusagen eine andere Art des Gefühls, das kann sozusagen immer wieder neu entstehen und dadurch länger anhalten. Also nicht das eigentliche Gefühl, das ist jeden Moment sozusagen wieder neu, aber das ist leichter möglich, 20 Minuten Liebe im Herzen zu spüren, als 20 Minuten angenehme Gefühle bei einer Tasse Kaffee. Das funktioniert einfach nicht, oder beim Äpfel essen oder beim Schauen. Das hält nicht so lange an, per Definition. Da muss dann ein neuer Reiz kommen. Während ich kann mich in das Gefühl der Liebe versenken und eine halbe Stunde lang Liebe spüren oder Dankbarkeit oder Freude. Die sind per se langlebiger. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat und begreift, dann ist das sozusagen die Voraussetzung für Sammlung, der Konzentration. Denn dann bleibt man dabei, das ist angenehm, das ist Grundlage der Metameditation, des Mitgefühls für alle Wesen oder auch nur für drei Wesen oder auch nur für mich. Dann kann man sich sammeln und plötzlich hat man Konzentration, ohne dass man sich anstrengen muss. Weil es ist angenehm, bei angenehmen Gefühlen zu verweilen. Selbst angenehme Gefühle, die durch körperliche Empfindungen ausgelöst werden, werden zum Einstieg für die erste Vertiefung in der Meditation. Piti. Angenehme Gefühle ausgelöst durch körperliche Prozesse. Angenehme Gefühle ausgelöst durch emotionale Offenheit werden zum Ausgangspunkt für Sukha. Zweite Vertiefung. Gefühl der Verbundenheit, der Liebe. Dann hat man Sammlung. Das ist noch eine tiefere Art von Glück. Und alle, die in der Meditation etwas Erfahrung haben, haben das schon erlebt. Die wissen, das ist stabiler als, ach, das ist aber ein schönes Geschenk. Ich freue mich aber sehr. Das Glück der Sammlung, das ist sehr durchdringend. Und wir kennen das im Alltag von Momenten, wo die Zeit stillsteht, weil wir einen Sonnenuntergang angucken. Oder im Garten stehen oder den Mond sehen oder eine Musik hören. Und die buddhistische Interpretation dieser Art von Freude ist, die Freude entsteht nicht durch die Musik, nicht durch den schönen Garten, nicht durch den Sonnenuntergang, nicht durch das Essen, sondern durch die Konzentration, die in dem Moment auf die Empfindung da ist. Also Glück, Glückserfahrung ist eigentlich Gegenwärtigkeit, was durch manche äußere Objekte, durch manche äußere Bedingungen relativ leicht ausgelöst wird. Normalerweise aber nur für eine Splitsekunde. Dann sehe ich diesen Sonnenuntergang und wenn für 2 Sekunden hin und weg die Zeit bleibt stehen und dann läuft sie wieder. Und ich denke, so schön wie damals vor 5 Jahren in Griechenland. Und dann ist wieder weg. Und die Tradition sagt jetzt, diese Fähigkeit zur Sammlung, die kann man jetzt schulen. Und es gibt den harten Weg, Atem rein, Atem raus, ein Objekt, ein Stein oder irgendwas zu nehmen. Oder den sanften Weg, Freude als Weg. Dann nimmt man die Sinnesfreuden als Ausgangspunkt, erlebt dieses angenehme Körpergefühl. Man nimmt das Gefühl der Verbundenheit mit anderen als Ausgangspunkt, erlebt die Verbundenheit, die ist so schön, da kann man sich relativ leicht konzentrieren, macht Metameditation und dann ruht man in diesem Gefühl der Verbundenheit und plötzlich hat man die zweite Vertiefung und ist gesammelt und hat Konzentration. Ich meine, nicht gerade von jetzt auf gleich, aber und sie sagen, und das wiederum, dieses länger bei einer Sache verweilen können, ist die Voraussetzung für das höchste Glück, was es gibt im Buddhismus, Einsicht. Der Klarblick, der die Dinge sieht, wie sie sind. Sie sagen, das ist das höchste Glück. Und dazu braucht man einen sehr stabilen Geist, der gucken kann. Der mal bei einer Sache bleiben kann und nicht immer, und jetzt mal dann was anderes, und jetzt kommt was anderes, kann ich jetzt hören, riechen, sehen, schmecken, der immer hüpft wie eine Kerzenflange im Wind. Und zu begreifen, dass Einsicht Glück ist, da muss man vielleicht noch eine Bemerkung dazu machen. Das soll meine letzte heute Abend sein im Vortrag. Es gibt diese Aha-Erlebnisse, so heißt es in der Psychologie sogar inzwischen, wo man für einen Moment begreift, was ist. Das kann ein Blick auf eine Beziehung sein, das kann ein Blick auf eine Struktur sein, das kann Zusammenhänge in einem Team sein, was auch immer, was diesen Schauer von Wohlgefühl durch den Körper schießen lässt, diesen Moment von Einsicht. Das kann eine intellektuelle Einsicht sein, schon die sind sehr beglückend. Es kann aber auch eine nicht begriffliche, direkte Einsicht sein. Und nehmen wir jetzt mal an,
für den Vortrag. Das ist eine nicht begriffliche Einsicht, ohne Konzepte, direkt. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, dass das Glücksmomente sind. Nimm im Zen Kensho, Wesensschau. Und es gibt Leute, die, wenn sie das zum ersten Mal erleben, 3 Stunden heulen. Weil sie sagen, jetzt lebe ich zum ersten Mal. Und wir kennen das, denke ich, alle von diesen Aha-Erlebnissen, von diesen Flashs, manchmal im Alltag. Oft mit Musik, mit dem Tanzen, mit dem Singen, mit Naturerlebnissen geht es oft einher. Und man könnte jetzt so sagen, das, was wir als Ekstase ersehnen, in Momenten, vielleicht der sexuellen Begegnung, aber auch in der Musik, im Tanz, in der Naturerfahrung erlebt haben, das sind Momente nicht begrifflicher Wahrnehmung, wo wir ohne Konzepte sind, wo wir nicht denken. Oder philosophisch formuliert, Momente, wo es keine Dualität mehr gibt. Wo sich sozusagen diese begriffliche Trennung in Subjekt, hier sitze ich, das Subjekt abgetrennt vom Rest der Welt, und da ist die Welt, das Objekt der Begierde, der Abwehr, was auch immer, des Interesses. Und ich muss etwas tun, damit es zwischen diesen Objekten und mir einen Kontakt gibt. Deutscher Hauptsatz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Und wenn man so spricht und denkt, ist es natürlich unglaublich schwer, Dualität zu überschreiten, weil wir sind durch die Sprache dualistisch konditioniert. Das mal schweigen, mal ein paar Tage nicht reden, nicht lesen und den Denkapparat nicht so füttern, dass man offen wird für solche Momente der direkten Wahrnehmung. Und meiner Erfahrung nach, deswegen halte ich in meinen Wochenkursen auch, das Einzige, was ich strikt einfordere, ist Schweigen. Ansonsten können die Leute kommen und gehen und ausschlafen und früh ins Bett gehen und lange sitzen und kurz sitzen und liegen und sitzen, was sie wollen. Aber wer den Mund nicht hält, kann gehen. Weil mein Eindruck ist, das ist wirklich der Deckel auf dem Topf. Und da wird man weich gekocht im Feuer der Meditation. Und da wird man gar ziemlich schnell. Denn wenn man den Deckel weglässt, muss man ziemlich lange köcheln. Dann reicht eine Woche nicht. Also das Nicht-Reden und auch nicht so viel essen. Jetzt nicht so Riesenmengen verschlingen, nicht lesen, nicht reden. Ungemein dazu beiträgt, dass man für einen Moment diese dualistische Trennung von Subjekt-Objekt überwinden kann. Und das ist das, was alle religiösen Systeme als Ekstase bezeichnen. Das ist das, was wir aus einzelnen Erfahrungen auch als Ekstase kennen. Und da wäre jetzt wieder wie ähnlich wie bei den angenehmen Sinneserfahrungen, bei Momenten der Freude. Das, was dieses große Glück ausmacht, ist die Aufhebung, also dem Buddhismus zufolge, die Aufhebung der Dualität und nicht das Reiben von Körperteilen aneinander. Das ist sozusagen in der Sexualität ein Auslöser, ein Mittel zum Zweck. Und in der tantrischen Meditation wird es so beschrieben, tiefe Konzentration bedeutet, dass wir die Energie in den Zentralkanal bringen. Das ist ein spiritueller Kanal, ein energetischer Kanal, der direkt vor der Wirbelsäule verläuft. Das ist der Kanal, wo auch die Chakren, diese Energiepunkte, drin verlaufen sollen, so wie das beschrieben wird im tantrischen Yoga. Und sie sagen, dass Sexualität deswegen so lustvoll ist, weil in der Sexualität sozusagen dieser Zentralkanal mechanisch stimuliert wird von außen. Dass das Gefühl der Ekstase in der Sexualität ausmacht. Und durch meditative Prozesse kann man lernen, die Aufmerksamkeit in den Zentralkanal zu lenken. Das macht man durch Chakrenmeditationen. Da konzentriert man sich auf die Energiepunkte, Herzzentrum, Nabelzentrum, Kehlzentrum, Scheitelzentrum und erreicht den gleichen Effekt. Deswegen wird in manchen spirituellen Traditionen Erleuchtung als der ganz große Orgasmus beschrieben. Und im tantrischen Buddhismus tut man das auch. Man nimmt sozusagen das Bild des Orgasmus als Bild, was wir natürlich alle kennen, um eine Ahnung zu vermitteln, worum es bei Erleuchtung geht. Das sind jetzt erstmal nur Beschreibungen, die ich aus der Tradition entnehme. Schon aus diesen Beschreibungen heraus wird deutlich, wenn man sozusagen nur außen am Zentralkanal herumdoktert, fördert das nicht unbedingt die Erleuchtung. Aber wenn man, das hat Lamiesch immer gesagt, wer keine Orgasmuserfahrung hat, weiß nicht, worum es geht bei der Erleuchtung. Also er hat immer gesagt, um Erleuchtung erfahren zu können,
muss man orgasmusfähig sein. Das war für einen tibetischen Mönch ziemlich gewagte Aussage, aber es hat mir intellektuell völlig eingeleuchtet, weil er sagte, Erleuchtung ist wirklich die Befreiung aller Lebensenergie und die Ausrichtung auf einen Punkt. Und wenn du die Erleuchtung nicht so willst, wie du eine sexuelle Begegnung willst, dann hast du nie die Kraft dazu. Das sind Bilder, die so ein bisschen Wegmarken aufzeigen können, worum es geht bei dieser Gratwanderung zwischen asketischen Übungen und Sinnlichkeit. Man kann das Thema natürlich noch anders beschreiben und da gibt es natürlich viele Elemente, die ich jetzt heute Abend nicht erwähnt habe, aber vielleicht als erster Eindruck, dass die Einführung in die Thematik, die auch vielleicht Fragen aufwirft, wo wir dann selber weiter forschen können.